Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Luigi U, der voraussichtlich letzten Folge hier in Welt 9, dem Superstar Boulevard. Wir beginnen mit dem ersten Level. Superstar Boulevard 1, Knochenbahn im Blumenmeer. Habe ich erwähnt, dass ich Schiss habe beim letzten Mal? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Wenn dieser Block berührt, erhalten alle spielbaren Charaktere außer Mobs die Bewegungsabläufe aus New Super Mario Bros. U. Der Effekt hält bis zum Verlassen des Levels an. Ja, nee, sorry, das will... das. Warum kann man sowas nicht rückgängig machen? Ja, das will ich nicht. Muss ich mich jetzt umbringen? Warum kann man diesen Block nicht gegenaktivieren? Also deaktivieren, Mensch. Ja, sorry, das ist jetzt natürlich kein gewollter Tod, ne? Also sorry, Luigi. Das fängt ja super an hier. Ja, sorry, ich wusste das nicht. Nein, wir machen natürlich alles richtig, ne? Ist ja klar. So. Knochenbahn im Blumenmeer. Ach, du Scheiße. Alter, das ist, Oh Gott, ich hab nur dezent Angst. Ja, sag mal, wie schnell soll ich denn da bitte sein? Ja, genau, die Sternmünze ist auch voll sozial. Und die vor allem. Alter, die geben ganz schön einen Zahn zu, ne? Okay. Okay, okay, okay. Das wird nicht einfach. Das wird mich jetzt den restlichen Abend kosten, habe ich das Gefühl. Es ist gerade 7 Uhr abends. Ich bin gespannt, wie lange ich hier dran sitzen bleibe. Ich greife mal zur Pi-Eichel. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen, nein, das ist die normale Eichel. So, die erste Sternmünze habe ich ja, Gott sei Dank. Oh. Die eigentlich auch nicht zu... ja, zum einen zum Übersehen ist... Das ist kein Schummeln, das sind offizielle Mittel. Zeigt mich doch an, ich habe einen Richter. Also nicht, dass ich wüsste, aber ich habe bestimmt einen. Ich frage meine Mama. Ja, so einer bin ich. Ja, sorry, ich will das hier einfach nicht in die Länge ziehen. Und die letzten Folgen waren schon voller Fails. Also nicht, weil ich mich vor den Fails drücken will, aber es ist... War ein sehr schönes Beispiel, danke Luigi. Das ist... ja. Oh Gott. Das wird schlimmer als erwartet. Das, ja. Alter, Zinova! Ich muss dem Tod ins Auge sehen. Jetzt kommt Lena wieder. Jetzt er? Das war's dann auch schon wieder an der Stelle. Nein, also. Ach Gott. Ich will hier nicht zur Pi-Eichel greifen. Ist doch nicht. Nein, 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 nein! Okay, wenigstens kann ich das Level beenden. Mittlerweile. Dieser Block, ne? Ganz ehrlich, ne? Das ist wie der... Warte mal, wie war das denn? War das in New Super Mario Bros. Wii? Ja, als du ein Level nicht geschafft hast, dann kam auch so ein hässlicher Luigi-Block. Soll ich dir helfen? Und dann am Ende irgendwie sowas... Ja, jetzt musst du nur noch durchs Ziel.
So, warte, die eine Sternmünze war auf der Ebene hier. Alter, das ist mies. Das ist hier richtig mies, ne? Ja, ich kann ja dann gar nicht auf der mittleren Ebene bleiben. Bye-bye. Ja, nix, bye-bye. Rein in die Olga. Ist ja Gott sei Dank nicht mein Körper, der die ganze Zeit die Schlucht runterfällt. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Ja. Was war das denn bitte? Nein. Ich bleib mal hier oben. Hier war ich eigentlich relativ sicher. Also, es hält sich natürlich in Grenzen. Alter, ist das mies. Und jetzt nach unten. Nein, nein, das war gut. Ich muss da nur ein bisschen schneller sein. Dann geht das. Aber das ist das erste Level. Leute, das erste Level. Also wenn die anderen nicht deutlich einfacher sind oder mir einfach besser liegen, das reicht ja schon. Dann bin ich hier echt aufgeschmissen. Dann bin ich hier richtig aufgeschmissen. So, erstmal nach oben. Grundsätzlich nach oben. Was war das denn bitte? Ich weiß nicht, warum ich gesprungen bin. Frag mich nicht. Ja, das könnte lange dauern. Das muss ich. Ja, zur Not muss ich es cutten. Also ich bin ehrlich, es sind ja. Ach, sind das 8 Level? Ja, für jede Welt, naja. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das zeittechnisch mache. Ich habe aber auch das ganz doofe Gefühl, dass man hier mit dem Level direkt zu Anfang. Also, was heißt gemobbt wird? Es ist ein mieser Anfang. Wenn ich das mal so sagen darf. Alter, der. Ganz ehrlich, der Fuzzy, ne? Ohne Mist. Der Fuzzy. Der ist mies. Der ist richtig mies. Ich schaue jetzt hier mal im Pilzhaus vorbei. Natürlich, ich krieg hier nichts geschenkt. Nein, warum auch? Und dann nicht mal Items, die mir irgendwie irgendwas bringen würden. Okay, wenigstens weiß ich, wo die Items sind. Die ersten beiden hier oben. War aber eigentlich auch mehr Glück. Dadurch, dass keine schnellen Hin- und Herbewegungen dabei waren. Aber das hilft mir nicht. In keinster Weise. In keinster Weise. Ich bin sehr gespannt. Das wird hier noch richtig ausarten. Nicht aufgrund von Kraftausdrücken oder sonst irgendwas. Sondern allgemein. Ach ja, by the way, in meinen Augen war ich auf der Knochenbahn. Also, just saying. Ich weiß nicht, ob ich heute einfach nur schlecht bin, ob das nicht mein Tag ist, ob das Level einfach grundsätzlich mies ist oder ob die Nachbarn draußen einfach nur extrem laut den Rasen mähen. Vielleicht bin ich auch doof. Ey, dieser Fuzzy da, ne? Der hat doch keine Freunde. Der hat doch keine Freunde. Das ist doch der größte Jammerlappen auf Erden. Real Talk. Der hat keine Freunde. Der steht da, um anderen weh zu tun und zu mobben. Und sonst aus keinem anderen Grund. Ja, hier. Sorry, aber ich werde das jetzt hier an der Stelle cutten. Das geht ja so nicht. Bop, bop.
Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Es war der zweite Versuch nach dem Cut. Krass. Also, des Rätsels Lösung ist tatsächlich die Klappe zu halten. Werde ich mir merken. Superstar Boulevard 2. Oh Gott, der Name alleine schon. Pi-Schalter-Pan, also Panik. Es gab ein ähnliches Level in New Super Mario Bros. U, ne? Ach. Wartet mal eben ganz kurz. Ich hab da eine extrem geile Idee, wie man eventuell dieses Level extrem hintergehen könnte. Ich weiß, ich wollte diese Sternmünze gerade haben. So, jetzt passt aber mal auf. Ah, nein! Okay, es müsste aber trotzdem gehen, wenn ich groß bleibe. Ja, okay, das haben sie bedacht. Aber das macht gar nichts. Ich bin ja groß zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur rausgraben. Quasi. Und genug Zeit haben. Ja, Luigi, das wird so natürlich nichts. Ich muss durchrutschen. Ja, ich muss sogar ganz durchrutschen, weil dann gehe ich... Nee, ich muss unter dem einen Block... Ich will das jetzt probieren. Weil dann kann ich ja auf den Blöcken quasi. Dann habe ich keinen Zeitdruck. Ah, wohl, aber dann... So beende ich das Level nur. So kriege ich keine Sternmünzen. Oh, come on! Warum hat der mich denn jetzt bitte getroffen? Warum hat der... Wie... Das ist ja... Also, sorry. Ist ja eine Frechheit, ne? Ich verliere noch meine 82 Ups. Ich sag's euch so, wie es ist. Das. Nein, das war so knapp. Das war so knapp. Vielleicht geht's auch gar nicht. Aber es war so knapp, das muss gehen. Eigentlich muss das gehen. Sorry, ich bin drauf und dran, das zu schaffen. Das war ein sehr schöner Start. Ja. Nein! Oh! Geil! Es hat funktioniert. Hä? Was war das denn? Ich weiß nicht, was das war. Jesus. Oh Gott. Oh. Ja, genau. Okay. Es ist möglich, die Sternmünze so zu holen. Ist okay. Reicht für mich. Dir fehlt aber am Ende die Zeit. Durch irgendwelche Blöcke wird ein zweiter P-Switch aktiviert. Und die sorgen dann dafür, dass dir die Zeit fehlen. Oh Gott! Ja, aber wie soll... Jetzt mal ganz ohne Mist, wie soll ich das denn machen? Bye bye. Ja, nix bye bye. Ich greife hier nicht... Nein! Nein, das muss ja ohne gehen. Also, gerade der Stern würde mir nichts helfen. Weil, ich glaube, wenn du einen Stern nimmst, gibt es keinen Dreisprung mehr. Oh ja, das war...
Das war gut. Um Gottes Willen. Aber ich bin besser in der Zeit. Na, nein, nein, nein. Das musst du alles in einem Run schaffen. Okay, passt auf. Ich mache jetzt hier schon den Cut. Einfach um Zeit zu sparen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Okay, ich habe hiermit offiziell das Level zum ersten Mal beendet. Aber mit nur einer Sternmünze. Und das ist leider bitter. Ich versuch's jetzt weiter. Ach so. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Okay, geil. Geschafft. Freut mich sehr. Um Himmels Willen. Himmels Willen. Aber das wird noch schwierig. Das wird noch richtig, richtig schwierig. Trotzdem muss ich jetzt hier nochmal eben kurz einen Cut machen. So, schreiten wir weiter voran. Superstar Boulevard 3. Hinab zu den Sternenmünzen. Hui, okay. Ach Gott, ach geil, es gibt nochmal ein Geisterschliff-Level. Das kann doch nur gut werden. Also zumindest optisch. Ein absoluter Hinkel. Ach Gott, Blooper. Ja, natürlich. Und das Mistviech auch. Ja, was? Ja, du bist ein ganz toller, ne? Mach die Biege, Alter. So, Luigi. Ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Und dieses Mistviech kommt direkt hinterher. Das ist ein ganz mieses Viech. Hallo? Was ist das denn? Ja, genau. Schwimm am Block vorbei, Luigi. Das machen die meisten Profis. Alter, Zinova. Ja, danke schön. Ja, natürlich lasse ich eine aus. Heute ist echt nicht mein Tag. Kann das sein? Jetzt frisst er mir die Power-Up-Blöcke weg. Ich weiß, warum das Level so heißt, wie es heißt. Aber das ist doch locker eine Falle hier. Alles eine Falle. Ja, nee, komm, erstmal nichts wie raus. Wir haben 2 Sternmünzen. Und überlebt. Ist First Try, ne? Also, das ist ja schon mal was. Für die Sternwelt? Also, ja, doch. Ich bin ehrlich. Das Level ist viel humaner. Es ist zwar unter Wasser, mit dem Fresserfisch und vielen Bloopern und hast du nicht gesehen, aber
Uns fehlt nur die erste Sternenmünze. Das ist völlig machbar. Denn, liebe Freunde, ich greife jetzt zum Stern. Let's go. Und ganz ehrlich, mir egal, was ihr sagt, wenn ich den Stern gleich nicht mehr habe und es bis dahin nicht geschafft haben sollte. Ja, sorry. Sorry, es hilft alles nichts. Dann beende ich das Level nochmal und versuche es nochmal mit dem Stern. So, mir kann jetzt hier rein theoretisch alles egal sein. Solange ich die Münzen einsammle und dann... Ey, diese Münze da, ne? Die ist schlimm. Die ist richtig schlimm, ist die. Ach, man kriegt die Sternmünze auch viel einfacher. Secret Exit gibt's... Nee, hier gibt's keine Secret Exits, ne? Nee, das... Gut. Wir haben alles. Second try. No death. No death challenge, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Das hat der liebe Wollo gemacht, ne? Soll wohl richtig gut ankommen. Hab ich noch nie gemacht, bin ich... Also bei dem Spiel no death. Und wenn death, dann wieder von vor... Alter. Alter, das stelle ich mir bei dem, was wir so in Welt 8 erlebt haben, richtig mies vor. Nicht nur meine Leistung, alles. Superstar Boulevard 4. Karl Ross Kanal. Aber ich bin ehrlich, ich will erst speichern. Wir haben die Möglichkeit, also. Karl Ross, das müsste ein Eislevel. Ja! Oh nee, es geht aber in... Oh nein, es geht in einen Turm rein, in eine Festung. Oh nee. Oh Gott, was ist das denn? Und dann auch noch Scrolling. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Ach, okay. Nein! Warum erscheint der denn da oben? Ja, hallo? Kann ich zaubern? Alter, die grünen Münzen hier, Alter, die sind mal richtig fies. Ich muss mal eben kurz durchschnaufen. Hä? Ja, okay, nee, kannst du auch rausschneiden, wenn du magst. Was heißt denn hier, brauche ich nicht? Ich bezahle dich dafür. Ja, das will ich auch hoffen. Mein Gott, schweres Personal, ne, heutzutage. Also nicht schweres Personal. You know what I mean. Ja. Nein, bitte nicht falsch von mir bedenken. Ich habe keinen Cutter. Also, was heißt um Gottes Willen? Ich will niemanden verklagen, um Gottes Willen. Ich schneide meine Videos alle selber. Ich würde es ganz gerne teilweise ändern, bin ich ganz ehrlich, aber nicht für die Let's Play-Videos. Oh, diese Stelle. Kann es sein, dass die immer woanders sind? Ausnahmsweise? Nein! Wie mies! Okay, ich bin ehrlich. Ich muss hier auf die Münzen pfeifen. Die sind zu schwer. Ich muss mich aufs Level konzentrieren. Und deshalb greife ich jetzt hier zum Propellerpilz. In der letzten Folge war ich ihm nicht ganz würdig. Und hier ist mal wieder nichts. Nur ein Pilz. Also, ne, you know. Inwiefern ist das Level denn Scrolling nach oben? Ja, auch ein gutes Stück. Oh Gott. Nein! Oh Gott, ich muss hier echt vorsichtig sein. Ich muss hier richtig vor... Ach, da oben rechts ist der Pixel-Luigi. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, sag mal ganz ehrlich, ne? Ich kann doch nicht hell sehen. Ich kann nicht hell sehen, so leid es mir tut.
Nein. Ey, ich höre nur... Ach Gott. Ich höre nur noch irgendwelche Schneebälle. Ich hab alles, ne? Nein, nicht runterfallen, Luigi. Okay, es war nicht der erste Versuch. Aber der Propellerpilz hat mir ein bisschen Stütze gegeben. Nein, nein, nicht runterfallen. Alles wird das nicht. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ich bleibe dabei. Das erste Level war bisher das schwierigste. Und zwar ausnahmslos. Das zweite hat es auch noch ordentlich in sich, aber das war mehr so ein Speedrun. Also mit Speedrun meine ich jetzt eher so ein Rush-Hour. So ein bisschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Pilz. Ja, komm, Pilzhaus muss. Ich will alle Level abgeschlossen haben. Ich müsste da die Welten eigentlich nochmal überprüfen. Oh, der Pinguin-Anzug wäre hier natürlich mega nice. So, jetzt bin ich gespannt. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, sag mal? Hä, ich habe nicht die 2 genommen? Ich habe nicht die mal 2, egal. Egal, passt so. Besser als gar nichts. Besser als gar nichts. So, nächstes Level. Superstar Boulevard 5. Wanderbaustelle. Das klingt interessant. Ach, du heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, der Name ist Programm, ne? Nehme ich mal an. Okay. Alter, wie mies. Ha! Ja, ich... Ciao, mach's gut. Der Block war da nicht umsonst. Hoffe ich. Der Pixel-Luigi. Ich mag diese groß... Oh, der ist voll cool. Das ist der aus Super Mario Bros. 2? Nee, 2? Super Mario Land? Nee, da war alles schwarz-weiß eigentlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ach, das war's. Ja, easy going. First try. Alle Sternmünzen. Inklusive Pixel Luigi. Und keinen Treffer. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja, mega geil. Läuft. Ich freue mich. Es ist wirklich nur das erste Level. Superstar Boulevard 6. Brandheißer Hürdenlauf. Würgelauf trifft's, glaube ich, eher. Oh. Ach, das ist das. Okay, ja, das Level. Ja, das hier ein Treffer. Das ist. Oh, kann ich nochmal neu anfangen? Das war ja. Ja, dankeschön. Nee, ganz ehrlich, da musst du runnen. Da musst du richtig rennen. Oh, der Pinguin. Warte mal. That I want to try. Give it a chance, ne? Also, Pinguin. Mit Rutschen? Das hat super funktioniert. Ja, Luigi, bitte. Ja, hier musst du richtig im Flow sein. Nein, wisst ihr was? Ich verschwende jetzt keine Power-Ups. Das geht bestimmt auch mit dem Pinguin ganz gut. Weil, na wohl, das ist kein Eis, ne? Das ist Stein. Der verliert an Geschwindigkeit. Vielleicht eher weniger gut. Ja, nee, hier musst du im richtigen... Ich bin gesprungen. Ja, runtergesprungen. Das ist was anderes. Nach dem Part bist du so geliefert. Das bin ich jetzt schon. Oh, die alten Zitate. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ach, Lena, wenn du das siehst. Fühl dich gedrückt. Fühl dich gedrückt. Sag mal, ganz ehrlich, ne?
Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Hallo, liebe Welt. Das war der dümmste Fail in ganz Deutschland. Was war das denn? Bye, bye. Ja, aber echt. Hier soll es den richtigen Moment geben. Und ich sage erst jetzt. Nee, das kann gar nicht. Das ist überhaupt nicht synchron. Das ist überhaupt nicht synchron. In keinster Weise. Okay, ich probiere was. Ich probiere was. Gut, einfach losrennen von vorne an ist nicht die Lösung. Schade. Hätte ja sein können. Dann probier es mal mit einer Sekunde warten. Eins. Das, also wenn der nicht wäre, ne, dann wäre das schon mal ganz gut. Bin ich ehrlich, dann wäre das schon mal ganz gut. Bin gespannt, wie sich das Level entwickeln wird. Vielleicht zeittechnisch her den Pilz einsammeln und dann... Ah, Mist, die Kack. Oh, das ist aber gut. Das ist sehr gut. Nein, der hätte ich einfach nur weiter springen müssen. Das hätte vollkommen gereicht. Okay, so schnell wie möglich den Pilz grabben. Und dann durch. Einfach durch. Scheiß auf den Treffer. Vielleicht ist das ja... So, hier hab ich kurz gewartet. Ja, achso, das war der Treffer, ne? Von gerade. Ansonsten kam ich hier sehr... zu hoch gesprungen! Ah, Mist, Mist, Mist. Ja, zur Not muss ich gleich cutten. Aber ich würde das Level wenigstens einmal vorher beenden. Ja, das ist vom Timing her ein Traum. Das ist ein Traum hier. Ja, ja, ich sehe schon. Obwohl, das passt sich dann am Ende wieder an. Oh! Alter, warum ist er denn so schnell? Okay, passt auf. Bye, bye. Ich nehme den Pinguin. Aber nicht aufgrund des Pinguins. Sondern aufgrund... Wie soll ich das sagen? Der Versuche. Ja, der war natürlich absolut verschenkt. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Der leider auch. Ey, ganz ehrlich, wie willst du denn hier klein durchkommen? Ich meine, rein logisch betrachtet muss es gehen. Soweit ich weiß. Denn soweit ich weiß, kann jedes Level im ganzen Nintendo-Universum, also nicht Mario-Universum, Mario Bros-Universum, so. Und dazu gehört auch Luigi U. Kann jedes Level ohne ein einziges Power-Up absolviert werden. Du brauchst an keiner Stelle ein bestimmtes Power-Up, um das Level zu beenden. Und damit gehören auch nicht, dass du dich irgendwie Damage boostest, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Also es muss ja rein theoretisch gehen. Die Chancen, das ist eine andere Sache. Aber, you know what I mean, ne? Ey, ganz ehrlich, dass ich da getroffen wurde, das ist eigentlich echt eine Beleidigung. Kann mir mal einer sagen, ob die Hitbox in New Super Luigi U oder allgemein auch in Mario Bros. U im Port für die Switch überarbeitet wurde? Alter, Zinova! Ich muss hier am Ende groß sein. Ja, lecke mich doch. Alter, was ist das bitte für eine Sternmünze? Gut. Ha!
Ich mache an der Stelle einen Cut, weil das würde sich ewig hinauszögern. Aber die Pilzhäuser sind wieder besuchbar. Ach, krass. Okay. Dann gehören die nicht zu den 100%. Ja, gut. Ist okay. Ja, ich mache jetzt hier auf jeden Fall einen Cut, weil das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich muss groß sein. Ich muss groß. Jesus. Ja, ich gebe mein Bestes. Bis gleich. Es war mir leider nur... Ah, Pixel-Luigi. Anhand einer Pi-Eiche möglich. Nicht aufgrund der Fähigkeiten, sondern aufgrund... Ja, der Möglichkeit, einmal getroffen zu werden und trotzdem noch Super-Luigi zu bleiben, um die Sternmünze zu holen. Klingt Pussy? Ist leider so. Kann ich nichts ändern. Speichern. Ganz wichtig. Ja, hat ein paar Versuche gebraucht. Circa eine Viertelstunde. Superstar Boulevard 7. Lakito, wechsle dich. Das ist ein ziemlich irreführender Titel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hier werden viele, viele Sternmünzen. Was heißt viele? Es gibt ja nur drei. In den Wolken sein. Ach, oder so. Ja, hier, easy going. Ach, deswegen, Lakito, wechsle dich. Ja, I see. Ja, ich, I see. So, geh weg, hau ab, lass mich in Ruhe. Die Feuerblume ist hier Gold wert. Nein, nein. Ja, komm her, du. Was ist mit ihm? Ich wollte gerade sagen. Ja, hier erinnere ich mich an eine sehr, sehr miese Sternmünze. Aber die Frage ist, warum habe ich mit Lena im Together... Irgendwie was? Oh. Alter, ist die Stelle mies. Das ist ja pures Glück. Die Pi-Eichel wäre hier natürlich... Na, Sternmünze technisch nicht gut, aber allein um das Level zu beenden, wäre hier die Pi-Eichel, ich sag mal, angebracht. Für mich natürlich, ja, wie soll ich sagen? Absolut nicht notwendig. Ich habe ja Skill. Ne, you know. So, und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass die Sternenmünzen auf dem Weg liegen, brauche ich zumindest nicht oben gucken in den Wolken. Aber diese Lakitos, ne? Ich muss auf den Blöcken stoppen. Also auf diesen festen Blöcken. Diese blauen festen Blöcke. Die sind nicht ohne Grund da. Die sind nicht ohne Grund da. Meine lieben Freunde, die sind nicht ohne Grund da. Oh, bitte, Lakito, mach nicht ihn. Oh, zu viel Zeit, viel zu viel Zeit. So, ich wechsle jetzt hier den Lakito aus Gründen. Ha! Alter. So, hier schon mal feuern. Feuer, Feuer, Feuer. So, und hier kommt jetzt nämlich gleich der nächste. Alter, ist... Du bist so mies, ne? Und er haut jetzt nämlich ab. Und das kostet mich wertvolle Zeit. Ziemlich, ziemlich wertvolle Zeit. So, einfach durch. Einfach durch. Ganz egal.
Ja, was soll ich machen? Kann mir mal einer sagen, was ich da machen soll? Wenn der Lakito weg ist, ist er weg. Der hat keinen Bock auf mich. Ich hab ja nicht mal eine Tageskarte. Was? Das Level ist mies. Es ist nur die eine Stelle, weil der Lakito nun mal nicht auf dich wartet. Weil Lakitos einfach miese Drecksäcke sind. Punkt aus Ende. So, hier habe ich vorhin... Ja, komm. Das ist ein Traum hier. Ja, wenigstens... Oh, das ist gut. Hier wechsle ich jetzt nochmal. Einfach für die letzte Sternmünze. So. Ja. Ja. Sehr gut. Und jetzt bitte einmal nur noch den Münzen folgen. Das muss reichen. Bitte. Please. Ich springe. Scheiß drauf. Tja. Boah, speichern. Speichern, bitte. Hilfe. Ich würde am liebsten jetzt im Nachhinein sagen, das hielt sich in Grenzen. Aber ich glaube, das kann einen hier zu Weißglut bringen. Und das ist passiert. Das ist bestimmt auch schon vorgekommen. Hundertprozentig. Das letzte Level. Superstar Boulevard. 8. Tick-Tack in der Morgensternfestung. Das hört sich nach viel Schmerz an. Oh, das ist das. Das ist das hier. Ach, du Heilige. Ja, ich erinnere mich. Die Frage ist nur, warum? Das habe ich aber alleine gespielt. Oder habe ich das mit Lena gespielt? Ich erinnere mich daran, dass ich das hier mit Lena gespielt habe. Aber I don't know where. Also where ist hier. Aber who? Also wann? Nee, who ist ja wer. Ja, das passiert schon mal. In so einer Morgensternfestung. Ja. Ja, danke schön, Spiel. Vielen, vielen Dank. Der Treffer war... Ach du Scheiße. Ich warte hier einfach, hallo? Nein, nein. Oh Gott, Jesus. Ich hab's geschafft. Letztes Level. Ich lach über euren scheiß letzten Level. Ich scheiß drauf. Ich piss ins Glas. Und ihr trinkt es. Wie dieser eine Fußballspieler da. Oh. Ja, so viel zum Thema letztes Level. Hä? Der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Dir wurde der 4. Stern verliehen. Ja, und dann gibt es den 5. hier für alle Sternmünzen, oder was? Ja, so viel zum Thema letztes Level. Jetzt, also ich sag das jetzt einfach mal so. Jetzt werde ich richtig gefickt. Wenn das kein Bonus-Level ist, werde ich jetzt richtig gefickt. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich dachte hier und er hier. Ach, er hier war richtig. Nein! Du bist schuldtot. Hier, so ein Pech, so ein Schade, aber auch. So. Ja. Ich wollte das Level eigentlich genießen. Es ist ein sehr schönes Level. Ja, das letzte Level, ne? Flughörnchen-Finale. Das klingt friedlich. Es ist ein Bonus-Level. Alles klar, es ist ein Bonus-Level. Schön, ich freue mich. Okay, alles klar. Es ist ein beruhigendes Bonus-Level. Und es sieht auch noch schön aus. Aber ich wette, die Sternmünzen sind hier fies. Da ist eine.
Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Es ist der Himmel von Welt. Ja, eigentlich meine. Eieieiei. Von Welt 3. Also den Eiswürfel-Eisfällen. Soviel zum Thema Bonuslevel. Ich bin ehrlich. Wenn die Pi-Eichel für ein Level gedacht ist oder vorbestimmt wurde, dann ist es das hier. Und es ist das letzte Level. Kommt. Ich habe mich sonst das Let's Play über tapfer geschlagen. Nein, eigentlich nicht. Ich bin ehrlich, ich bin mit meiner Leistung nicht gerade zufrieden. Ich bin froh, dass das hier ein relativ altes Let's Play ist. Also mit alt meine ich, es soll an alte Zeiten erinnern. Unter anderem halt auch an das Together. Und es hat halt nie ein Einzel-Let's Play von mir existiert. Und deswegen dachte ich mir, es wäre etwas Schönes, wenn ich einfach nochmal das Spiel alleine Let's Playe. Zwar diesmal mit den 100% und allem, was dazugehört. In besserer Qualität wie früher, auch wenn das die ersten 4 Folgen nicht der Fall war. Aber gut. Zumindest haben wir jetzt die Folgen in... Wie gemein ist das denn? 60 FPS. Ja, 1080p, 16 zu 9 gab es auch damals schon. Bessere Mikrofonqualität? Ja. Ja. Und ansonsten... Ja, ich bin ehrlich, 4K wäre ich an sich total für. Das Ding ist halt... Ach, guck mal. Ach, wie geil. Ach ja. Ach ja, schön. Ja, ich hab's mir jetzt zum Ende hin nochmal leicht gemacht. Es tut mir leid. Ich bin ein sehr schlechter Mensch. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Das bringt mir aber keinen Stern. Du hast den Abend... Ah, du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super, dir wurde der 5. und letzte Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. Ach krass, hier sind jetzt blaue Felder. Aber ach krass. Ja, dann war's das an der Stelle. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Das erste Level und das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level waren die schlimmsten. Waren die schlimmsten, bin ich ehrlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitspielen, fürs Dabeisein, fürs Mitlachen, fürs Auslachen, meinetwegen auch. Ist mir egal. Ich freue mich, wenn ich euch unterhalten kann. Wenn ich helfen konnte, aufgrund dessen, dass wir es heute oder diesmal zu 100% gespielt haben. Und ja... Freue mich, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder mit dabei seid und sage, bis zum nächsten Let's Play. Bis dann, bleibt dran. Ciao.